Aber jetzt muss man eben irgendwie versuchen, auf so ein paar gute Ideen zu kommen, wie man sozusagen aus der Krise jetzt trotzdem irgendwie noch in Anführungsstrichen ein bisschen Gewinn rausschlägt. Klar musst du jetzt kreativ sein. Jetzt musst du dir natürlich was einfallen lassen, wenn du zum Beispiel Einzelhändler bist oder irgend sowas. Einige haben da jetzt echt große Probleme, großen Ärger an den Hacken. Jetzt gibt es seit gestern wieder oder ab Montag sozusagen wieder diese Regelung mit den bis zu 800 Quadratmeter Geschäften. Da gibt es jetzt einerseits die Idee, dass wenn du größer bist, dass du Kooperationen machst mit kleineren Geschäften und sagst, okay, du stellst deine Bestseller und ein paar Verkäufer von dir jetzt in diese kleineren Läden mit rein oder machst einen Pop-up-Store zum Beispiel, also ein Ladengeschäft, was gerade frei steht und du das einfach für ein paar Monate jetzt anmietest sozusagen und da einfach mal eben schnell ein paar Sachen reinkarst. Das geht natürlich. Eine andere Idee ist, wie gesagt, so Kooperationen, dass du mit einem anderen Händler, der jetzt nicht unbedingt ein Konkurrent zu dir ist, wo sich vielleicht ein Bekleidungsgeschäft, die oft sehr groß sind, weil sie auch über mehrere Etagen arbeiten, mit einem kleinen Schuhhändler zusammentut und sagt, okay, dann macht man jetzt beides in einem Geschäft, weil der Schuhhändler kleiner ist und dann stellst du ein paar Verkäufer mit ein paar Anzügen und so von dir da in das Schuhgeschäft mit rein. Das wäre natürlich eine Idee, ne, wo du dann letztendlich ein bisschen Miete oder Umsatzbeteiligung an den Schuhladen bezahlst. Eine andere Idee wäre, ist Auslegungssache wahrscheinlich, in diesem Regierungsentwurf oder in diesem Regierungsbeschluss von gestern steht ja drin, dass Verkaufsflächen bis 800 Quadratmeter erlaubt sind. Wenn du jetzt größer bist, kannst du natürlich deine Verkaufsfläche vielleicht künstlich verringern, indem du bestimmte Etagen oder Geschäftsbereiche abhängst, absperrst sozusagen, dass sie baulich getrennt sind sozusagen und du jetzt nicht über 800 Quadratmeter rüberkommst. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch wieder öffnen darfst. Einfach mal beim Gewerbeamt fragen. Aber jetzt muss man eben irgendwie versuchen, auf so ein paar gute Ideen zu kommen, wie man sozusagen aus der Krise jetzt trotzdem irgendwie noch in Anführungsstrichen ein bisschen Gewinn rausschlägt. Geht sicherlich. Ja. Also auch wenn du Hotel bist und darfst immer noch nicht öffnen, gibt es da sicherlich auch ein paar Ideen. Und wenn es dein Toilettenpapiervorrat im Keller ist, ne, den brauchen deine Gäste ja gerade nicht. Also kannst du den ganzen Rotz auch rausverkaufen an die Leute, die kein Toilettenpapier mehr haben oder wie auch immer. Also es gibt sicherlich ein paar Ideen, die kann man jetzt entwickeln. Da muss man sicherlich so ein bisschen um die Ecke denken, aber kann trotzdem funktionieren, ne? Ja. Krise in Schnippchen schlagen.